Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu RCCD Stöpsel. Heute wieder bei VRC Pro 1:10 Nitro Nesca Truck auf Katsune Oval. So. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir 8 oder 10 Minuten fahren. Ich glaube 10 Minuten. Genau, stimmt. 10 Minuten waren es. Also heute Abend hier nochmal 10 Minuten Racing mit dem Nesca Truck Oval. Und ich würde sagen, wir schauen mal hinein, wer mit was dabei ist. So, wechseln wir mal die Perspektive. Wir haben hier von der Pole Position den Stephen Holiday. Stephen ist am Start mit einem Moving Psych hier. Ist er hier am Start. Dann haben wir von der 2 den Tobias Lindgren. Der ist am Start mit einem Kyosho. Dann haben wir von der 3 den Tommaso. Der ist unterwegs mit einem X-Ray. Dann haben wir von der 4 Ramsey Romani. Er ist wie gewohnt mit seinem Intercept unterwegs. Dann haben wir von der 5 den Serjnak. Serjnak ebenfalls mit einem Intercept am X-Ray am Start. Dann haben wir von der 6 den Winfried Antonia. Der ist dabei mit einem Kyosho. Dann haben wir von der 7 Milan PK mit dabei, auch der unterwegs mit einem Kyosho. Was ist denn hier los? Dann haben wir David Grunding mit einem Kyosho und auch der mit einer grünen Karo am Start. Also es könnte dasselbe Setup sein. Da kann man einfach mal nachgucken auf der VRC-Seite unter Tracks, ob da nicht vielleicht auch ein Setup ist von jemandem, was die Leute hier fahren. So, aber einen haben wir noch. Und wir haben mich hier noch mit am Start. Ich bin hier unterwegs natürlich mit einem Serpent 733. Wechseln wir mal wieder hier die Perspektive und wir schauen, wo ist hier eng. Tobias Lindgren und Serjnak. Tobias war gerade in der Box mit einer 12.7.1.8. Gehen auf Stephen Holiday, der war eben auch in der Box mit einer 12.0. Milan war noch nicht in der Box. Aber wir haben Tommaso in der Box gehabt mit einer 12.6. Ne, wir fahren doch 8 Minuten. Hatte ich doch am Anfang mit 8 Minuten recht. Von daher ist es auch ganz berechtigt, dass die hier jetzt schon in die Box gehen bei 4 Minuten und nicht erst bei 5 Minuten und. So, Milan geht jetzt auch hier in die Box. Wahrscheinlich als einer der letzten.
Wir schauen, was Milan hier in den Asphalt brat. 13-7. Kein guter Tankstopp von Milan. Dann Tobias Lindgren hatten wir schon. Winfried 14-0. Romani 13-0. Serge Gnabry 13-6. Meine Wenigkeit 13-1. Novati 13-3. Und 14-1 von Gronding. David. So, Novati gegen Stöpsel. Novati geht innen vorbei. Abstand 0,028. Oh, da gehe ich wieder innen vorbei. Novati diesmal leicht überpaced. Abstand 0,064. Also hier geht es nochmal richtig zur Sache. 0,1. Also wird doch leicht größer hier der Abstand. Aber momentan hier auch der spannendste Fight um Platz 8. Nochmal etwas größer hier. Und wir haben 1:10 noch auf der Uhr. Ich würde sagen, wir schauen mal eben auf die schnellsten Rennrunden. Steven 7686. Tommaso 7830. Milan 7796. Tobias 7842. Winfried 7874. Wamsey 7988. Serjnak 8024. Meine Wenigkeit 8068. Mittlerweile 0,7 vor Andrea Novati, der eine 8088 fährt. Und Gronding 8034. Wir schauen mal hier 30 Sekunden noch auf der Uhr. Und da ist der Fehler von mir. Damit falle ich auf die 10 zurück und das hat mir hier 2 Plätze gekostet. Hätte ich vielleicht nochmal fahren sollen, aber Überraschung haben wir nicht. So, Gronding fertig, ich fertig, Novati fertig, Sejnak fertig, Ramsey fertig, alle Fahrer fertig. Und dann haben wir hier jetzt das Endergebnis. Steven Holiday gewinnt von Milan, Tommaso, Bias auf der 4, Winfried auf 5, Romani auf der 6, Serjnak auf 7, Novati auf der 8, Gronding auf der 9 und ich falle noch auf die 10 zurück. Und würde sagen, wir sehen uns dann morgen Nachmittag wieder und bis dann. Ciao, ciao.